Stefan Böckmann, zockst du gerade irgendwas? Ich muss euch jetzt was zeigen, Leute. Ich muss euch was zeigen. Das wird nicht für alle was sein. Ich weiß nicht, ob alle hier da Fans von sind. Erstmal hier im Chat die Frage: Gibt es hier Pokémon-Fans? Ich habe vor allem Pokémon Rot-Gelb, Rot-Blau-Gelb. Also ich hatte Rot und Gelb noch gespielt, erste Generation. Schreibt mal in den Chat, ob ihr Pokémon-Fans seid. Ist ja das größte, teuerste Franchise auf der Welt bis heute. Schreibt auch mal, welche Edition ihr als erstes gespielt habt. Also das ist ja je nachdem, es werden einige werden so jung sein, dass sie dann irgendwie erst was Späteres gezockt haben. Ich habe noch auf dem wirklich richtig alten Gameboy Rot und Gelb und so gespielt. Ich rede nicht von den Sammelkarten, die gerade so im Hype sind. Das ist alles nicht das Echte. Ja? Das sind halt einfach Leute, die Geld verdienen wollen. Ich meine auch nicht Pokémon Go. Ich meine die alten Gameboy-Spiele und dann halt Nintendo DS-Spiele meinetwegen und so. Das sind die echten Sachen. Also Pokémon Rot habe ich gespielt und dann kam ja irgendwann Feuerrot, das war mega gut. Ich sehe, es sind auf jeden Fall im Chat Leute, die Pokémon-Fans sind. Und was ich erst jetzt entdeckt habe, als ich Corona hatte, ist das absolut Beste überhaupt. Und ich bin mega aufgeregt, dass es jetzt vielleicht einige Leute hier noch nicht kennen und ich euch da was Gutes tun kann. Denn ich kannte das gar nicht. Ich habe nämlich, vielleicht erinnern sich einige, als ich Corona hatte, auf Instagram geschrieben, dass ich so mit Emulator gerade Pokémon zocke, so nostalgisch. Und da hat mir dann jemand zurückgeschrieben, spiel doch mal Poké-MMO. Das ist viel besser. Und das kannte ich überhaupt nicht. Und Poké-MMO, ein Community-Projekt, also wer nicht wusste, dass es das gibt, ist es genau das, was man damals als Gameboy-Spieler gerne gespielt hätte. Es ist wie die Gameboy-Spiele oder DDS-Spiele, online, mit ganz vielen Leuten. Es funktioniert richtig, richtig gut. Und du kannst halt einfach die ganzen alten Editionen spielen und auch teilweise neuere Editionen. Du kannst zwischen den Welten wechseln, du kannst Pokémon sammeln. Du speicherst nicht, sondern du spielst einfach. Und ich zeige es jetzt einfach mal. Es ist so krass. Also wenn man wirklich Pokémon-Fan ist, dann ist es einfach das. Es ist das Spiel, was Nintendo machen sollte. Ja, es ist natürlich so eine... Es ist ein Community-Projekt und sie drücken sich um die Copyright-Geschichte, indem sie sagen, du musst halt die ROMs selber liefern. Das heißt, du musst auf irgendeinem natürlich legalen Wege dir die ROMs besorgen und dann kannst du, das Ganze ist nur als Mod auf Grundlage der Original-ROMs programmiert. Dadurch ist es halt, kann Nintendo da irgendwie nichts gegen machen anscheinend. Und ganz ehrlich, moralisch mega vertretbar, ist es doch, wenn man sich mal überlegt, dass Nintendo, dass das ganze Pokémon-Franchise kein vernünftiges MMO hat. Wie schlimm ist das eigentlich? Also für die Gamer. Ich meine, es ist das größte, wertvollste Franchise auf der Welt und es gibt kein gutes Online-Spiel offiziell. Da müsste es doch so eine Art World of Warcraft mit Pokémon geben. Wie geil wäre das? Wie gut wäre das, wenn man da... Die müssen da richtig, richtig viel Geld reinstecken und das wäre der größte Hit. Und na, das gibt es halt leider nicht. Aber das nächstbeste ist Poké-MMO. Ich zeige euch das jetzt. Das ist so gut. Ich präsentiere Poké-MMO. Es ist halt einfach genau das, was man als Kind haben wollte. Ich kann auch den Ton gleich wieder anmachen. Ne? Aber es ist einfach genau, sorry, dass ich hier so rumnerde. Ja? Für die Leute, die absolut keine Gamer sind, das alles total kacke finden. Aber es ist genau das, was man sich vorgestellt hat. Das sind einfach echte Leute. Das ist einfach online, es funktioniert flüssig. Und du kannst auch die neueren Spiele spielen, du kannst die Welten wechseln. Und das ist einfach ein MMO. Wie cool ist das? Ich bin total ausgerastet, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ihr schreiben schon einige im Chat, die das nicht kannten, ne? Wie krass das ist. Ja, es ist, selbst wenn man jetzt einfach mal sagt, ich will gerne die alten Pokémon-Spiele nochmal spielen, dann ist das der beste Weg. Das ist sogar besser, als jetzt das alte Original-Pokémon Rot zu spielen, beziehungsweise Feuerrot ist das hier gerade. Funktioniert mega gut, die haben das System noch ein bisschen geändert, die Kämpfe ist ein bisschen schwieriger, ja, es ist nicht ganz so einfach wie das alte System und es ist halt einfach online so, also es sind halt einfach Leute dabei, das fühlt sich völlig anders an, die Leute auch im Chat, ne, rasten völlig aus, weil wenn man jetzt, ihr müsst verstehen, wenn du dein Leben lang Pokémon-Fan bist und die alten Gameboy-Spiele gespielt hast, dann hat man doch davon geträumt, man hat genau hiervon geträumt. Vinci ist hier gerade am Start. Das ist ein Schulfreund von mir. der guckst du auch gerade den Stream. Mit dem würde ich vielleicht gleich mal kämpfen. Aber ich habe das jetzt schon lange wieder nicht gespielt. Ich habe es halt gespielt, als ich Corona hatte. Da habe ich einfach einmal diese Kanto-Story durchgespielt.
Da ist also Feuerrot, Rot, Gelb, diese Welt hier. Man kann auch, sorry Vince, ich komme gleich wieder. Also man kann halt wirklich überall hingehen. Ja. Ich bin ein bisschen ungewohnt, das am Computer zu spielen. Aber es ist halt einfach so mega cool, weil überall Leute sind. Man kann von einem Pokémon begleitet werden. Wie cool ist das? Wie cool ist das? Mega cool. Poké-MMO, holt es euch alle. Dann können wir hier zusammen rumlaufen. Ich habe es einmal jetzt durchgespielt und was man dann als nächstes machen kann, ist, dass man in eine andere Welt geht und da kann man seine Pokémon auch mitnehmen und so. Was sie geändert haben, ist, dass man die Arena-Leiter alle wieder herausfordern kann und die ganzen Trainer. Also wie in einem echten MMO kann man, wenn man da so ein bisschen sich hochgrinden will, kann man die ganzen Leute wieder herausfordern. Die haben dann auch teilweise bessere Pokémon und das Spiel also da noch nicht zu Ende. Es gibt auch einen PvP-Mode. Man kann, also es gibt so Turniere und so, da kann man Sachen gewinnen. Das ist super krass. Wo war ich gerade? In welcher Stadt war ich gerade? Wo war ich gerade? Eben war doch hier mein Schulfreund Venance neben mir in irgendeiner Stadt. Chat. Azuria City oder was? Mal gegen Venance kämpfen. Okay, Leute. Chat, chat, chat. Ich spiele gegen meinen Schulfreund Venance. Und er kann halt meinen Stream sehen. Okay, Pflanze gegen Feuer. Nicht so gut. Ich bin ja kein kompetitiver Pokémon-Spieler, aber das ist sicher keine gute Idee. Das ist halt mega ätzend, dass er jetzt immer sehen kann, wenn ich wechsle und so. Ne? Also Venance, das nutzt du nicht aus. Poké-MMO ist einfach richtig gut und funktioniert richtig, richtig gut. Selbst wenn man gegen die Bots kämpft, man kriegt keinen freien Zug, wenn der Gegner sein Pokémon wechselt. So, was ist das? Jetzt kommt wieder Glurak. Komm, komm, komm. Schafpuder. Erfolgreich. In your face. Bitte nicht aufwachen. So läuft das hier gegen Venance. Gengar gegen den Simsala. Das ist eine spannende Wahl. Schwach gegen Psycho. Und ich bin schneller. Ja, Relaxo, der hat halt bestimmt irgendeine krasse Unlichtattacke, ne? Das hier ist Poké-MMO, Leute. Und das kann sich jeder installieren. Ja, genau, den Knirsch hätte mein Simsala nicht überlebt. Ja. Kann nichts machen. Burning Machine, programmierst du heute noch? Du meinst heute? Heute oder allgemein? Ich meine, ich bin Software-Ingenieur, das ist mein Beruf zu programmieren. Also ich programmiere natürlich. Aber im Stream? Habe ich jetzt nicht vor. Was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Ist kein Turnier, ne? Ich glaube, ich darf Schafpuder, glaube ich, einsetzen. Also ich glaube, im Offiziellen ist es ein bisschen dreckig. Ich glaube, im offiziellen PvP darf man eigentlich nicht mehrere Pokémon gleichzeitig schlafen. Old Friday Boy, ich feiere dich so ab. Wieso machst du nie Content, der mich interessiert? Old Friday Boy, sag doch mal, was für Content dich interessieren würde. Bin ich schneller? Ah, ich bin nicht schneller als der, oder? Ich bin nicht schneller. Ich bin nicht schneller. Ich glaube, ich bin nicht schneller. Lieber wieder zurück zu Satzenia. Okay, aber jetzt kriege ich hier schon mal einen Attack auf den. Ah, die sind halt alle Flug, beide. Alles Flug hier. Simsala kann auch nicht so viel ab. Ich glaube, gönne ich mir noch mal eine Runde Satzenia. Der greift eher als Zweiter an. Donnerblitz macht fast keinen Schaden. Er hat einen Dragoran. Okay, der kann natürlich Flugattacken. Da ist es mein Gigasauger nicht so stark. Gegen Dragoran habe ich echt nicht viel am Start, muss ich gestehen. Das ist schon ein sehr gutes Pokémon. Und mein Dragoran ist so low. Leute, Leute, Leute. Venance. Dragoran ist einfach so ein krasses Pokémon. Und ich will nicht in meinen Dragoran reinwechseln. Das wird knapp. Das wäre eine knappe Kiste, Leute. Das wäre eine knappe Kiste. Okay, Simsala ist schnell. Simsala ist extrem schnell. Der greift bestimmt zuerst an. Da überlegt er jetzt, was er da macht. Oder er streamsniped, zu sehen, was ich mache. Und jetzt ist der Dragoran weg. Jetzt habe ich sehr, sehr, sehr gute Hoffnung für diesen Kampf. Simsala ist zu schnell. Deswegen ist das so ein geiles Pokémon. Ist einfach mega schnell. Ich glaube, der greift jetzt. Gegen Raichu bin ich mir nicht sicher, aber ich denke, der greift jetzt immer zuerst an. Krass, Raichu schneller. Aber Donnerwelle. Okay, damit mein Simsala nicht mehr zuerst angreift. Aber das reicht jetzt hier. Aaron, hast du schon mal persönlich mit Mark Zuckerberg gesprochen? Hat er sich zu deiner äußeren Ähnlichkeit? Ich bin noch nicht. Ich finde nicht wirklich, dass ich Mark Zuckerberg ähnlich sehe, ehrlich gesagt. Aber ja, ich habe noch nicht persönlich mit ihm gesprochen. Ich habe natürlich schon ihn oft gesehen, so aus der Nähe. Venance! Yes! GG! So Leute, nochmal für alle hier. Das ist, hat Venance echt gut gemacht. Wir spielen hier gerade Poké MMO.
Ja, Vince, wer benutzt Schlafpuder? Welcher Huso benutzt Schlafpuder? Sagt mein Schulfreund Venus. Ja, einmal darf, also es war ein bisschen dreckig, muss ich sagen. Ich nehme das, da bin ich jetzt ein bisschen, habe ich ein bisschen schlechtes Gefühl, dass ich zweimal Schlafpuder eingesetzt habe auf zwei verschiedene Pokémon. Das ist im PvP nicht erlaubt eigentlich. Also wenn man hier Turniere spielt. Man kann hier in der App in eine Matchmaking-Queue gehen, da gibt es auch richtig Turniere und so. Da, also die Leute sind da richtig krass teilweise, die sind wirklich richtig gut. Und ja, Poké-MMO, super cooles Spiel. Man kann mit anderen Leuten online zusammen Pokémon spielen, nicht nur die alten Generationen, sondern vielleicht mache ich das mal als Stream-Content, Pokémon-Fans. Also jetzt hier habe ich halt die Storyline schon durchgespielt, aber ich könnte jetzt halt in die nächste Welt gehen. Ich kenne mich auch gar nicht aus in den neuen Welten. Also ich habe immer eigentlich nur die alten Pokémon-Spiele gespielt. Und dann würde ich da einmal die Story so durchspielen. Das ist wie das alte Pokémon-Spiel, wie das Offline-Spiel auf dem DS oder wo auch immer das dann war. Aber halt mit anderen Leuten zusammen und ein bisschen optimiert. Und es funktioniert echt gut. Jetzt für die Softwareentwickler im Chat, wie krass ist das? Wie krass ist das, dass das hier alles als Mod der Original-RAMs programmiert wurde. Wie krass ist das? Ich finde es mega krass. Also als Informatiker, ich ziehe wirklich meinen Hut vor den Community-Programmierern.